So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück zu Nexomon Extinction. Wo wir im letzten Part unser Abenteuer als Thema begonnen haben. Doch, was genau alles im letzten Part geschah? Ja, das werde ich euch erst einmal erläutern mit dem Tagebuchfortschritt. Also, es begann mit einer Legende. Dein Abenteuer in der Welt von Nexomon hat gerade erst begonnen. Deine Freunde warten bereits außen vor dem Waisenhaus. Los geht's! Um der Gilde der Tamer beizutreten und ein wahrer Nexomon-Tamer zu werden, musst du dich in den nördlichen Wälder begeben und ganz alleine ein Nexomon als Begleiter finden. Eine mysteriöse Frau hat dich vor schrecklichen Gefahren auf deinem Weg gewarnt. Sie bat dich, nach Norden zu gehen und dich hinter einer Statue zu verdecken. Verstecken. Ja, das Vermächtnis eines Helden. Du versteckst dich vor einem Drachen. Warum erkundest du nicht derweil diese Höhle? Der Geist eines alten Tamers hat angeboten, dir beizubringen, wie man wilde Nexomon fängt. Sieh im hinteren Teil der Höhle nach. Tja, das war jetzt erst einmal eine grobe Zusammenfassung dessen, was im letzten Part geschah. Eine etwas längere Zusammenfassung wäre jetzt eigentlich so gewesen, dass die ganze Geschichte damit begann, dass wir, auf ein Luftschiff waren, das Elsack in die Tiefe stürzte. Währenddessen haben erfahrene Tamer gegen ein gigantisches Nexomon gekämpft und die sagten, ich sei der Grund gewesen, dass die Welt untergegangen sei und dass Phantom Heart vernichtet werden müsste. Oder vernichtet werden soll. Weil ich die angeblich hintergangen haben soll. Tja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall haben wir dann erstmal unser Abenteuer als Thema im letzten Part begonnen, dann eine mysteriöse Frau getroffen, die bloß ich sehen konnte, und als dann auf einmal auch noch bei der Statue, dem Grabmal des Helden, oder der Legende, der wir jetzt gleich auch nochmal treffen werden, reden werden, die uns dabei helfen wird, ein Nexomon zu fangen. Ja, was soll ich dazu anderes sagen? Sie kam nochmal herbei. Die Zeit fror nochmal ein und dank ihr haben wir dann unser allererstes Nexomon gekriegt, namens Lume, ein Feuer-Nexomon. Tja, so viel dazu. Jedenfalls trafen wir dann hier im Grabmal eines Helden auf, wie schon gesagt, den Geist eines Helden, der uns jetzt beibringen will, ja, wie man Nexomon fängt. Oh, interessant. Oh wow, schau mal, Phantom Heart! Ich frage mich, was das für Clowns waren! Naja, ich persönlich gehe ja sowieso davon aus, dass Nexomon Extinction eigentlich die Fortsetzung des Nexomon-Spiels für den PC ist, was es ja bei Steam zu kaufen gibt. Sie waren die tapfersten Krieger zu meiner Generation. Und Spencer. Wer davon ist jetzt Spencer? Interessant. Na gut, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Supertrank gefunden. Und ja, der Geist des Helden war jetzt eigentlich in diese Richtung gegangen. Also gut, wir können jetzt also lernen, wie man Nexomon fängt. Phantom Heart, du weißt vielleicht nicht, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Unsere Welt ist eine grausame, schreckliche, brennende, deprimierende, gebrochene. Okay, ja, wir haben es verstanden. Aber wenn du weißt, wo du suchen musst, wirst du immer einen Nexomon finden. Seht ihr das wackelnde Gras da drüben? Dort versteckt sich ein wildes Nexomon. Näher dich ihm, damit wir es fangen können. Okay, 5 Nexo-Traps erhalten. Betritt das Gras und ich werde dir zeigen, wie man Nexo-Traps einsetzt. Das mag eine kompliziert zu beherrschende Fertigkeit sein, aber... Schwächen wir nicht einfach das Nexomon und werfen dann Nexotrap? Du bist ganz schön vorlaut, nicht wahr? Vielleicht. Okay, Zeit für einen Kampf. In Ordnung, wir werden dieses Nexomon fangen, Phantom Heart. Skunk Kid, ey, oder wie auch immer. Der wichtigste Schritt ist, dein Ziel zu schwächen. Mach weiter und greife an. Nicht schlecht, Phantom Heart. Ich weiß, du versuchst, die Tutorial zu überspringen, also lass es uns hinter uns bringen. Danke sehr!
Drücke gleichzeitig die L- und R-Taste oder ZL und ZR, um das Fangmenü zu öffnen. Okay, ich aktiviere das Fangmenü. Ja, diese Tabelle zeigt eine Aufschlüsselung deiner Fangchance. Es enthält viele Faktoren wie die Lebenspunkte deines Gegners. Du kannst auch das nächste Mal mit verschiedenem Futter füttern, um deine Chancen zu verbessern, aber das kannst du später lernen. Okay, der Typ der Nexo-Trap ist ebenso von Bedeutung, aber für den Moment nutze einfach die reguläre Nexo-Trap, die ich dir gegeben habe. Der Typ der Nexo-Trap ist ebenso von Bedeutung, aber für den Moment nutze einfach... Okay, die reguläre Nexo-Trap. Los geht's, Nexo-Trap! Was jetzt? Okay, wir müssen erst dann auch noch, wie es aussieht, im richtigen Timing verschiedene Knöpfe drücken. Okay, viele finden sie bezaubernd, aber es liegt daran, dass sie nichts von ihrem fauligen Geruch mitbekommen. In Wirklichkeit ist das ihr Hauptabwehrmechanismus gegen Feinde. Gott. Das erste Nexomon gefangen. Gut gemacht. Es gibt so viel mehr, was ihr euch beibringen könnte, aber ich glaube, eure Freunde suchen euch. Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Passt auf euch auf, diese Welt ist nicht mehr so nett, wie sie mal war. Okay. Und weg ist er. Aber es gäbe noch weitere Nexomons. Robby. Dann komm mal her, Robby. Fangen wir dich mal an. Mit unserer Nexo-Trap. Verdammt, das hat jetzt nicht ganz geklappt. Wie wär's mit Füttern? Das hat es nicht sehr gefallen. Wie dem auch sei, dann nochmal eine Nexo-Trap. Okay, Robby wurde gefangen. Gut, Information. Ein normales Nexomon, niedlich und flauschig, aber lass deine Wertsachen nicht unbeaufsichtigt. Sie durchsuchen jede Tasche, um etwas zu finden, was sie stehlen können. Interessant. Ja, fangen wir uns einfach hier und dort ein paar neue Nexomon. Ah, das wäre hier auch ein Starter gewesen. Dinja. Okay, fangen wir auch dich mal ein. Ich finde eigentlich, das ist keine allzu schlechte Sache, ja. Wenn man fürs Fangen eine Tastenkombi benutzen muss. Aber wie dem auch sei, wir haben jetzt erstmal unsere Nexomons, ein paar Nexomons gefangen. Weshalb ich jetzt mal sagen würde, gehen wir mal hier hinaus. Hey, Phantomat, was gibt's? Wer bist du eigentlich? Was, wenn ich erzähle, dass ich der beste Tamer in der gesamten Welt war? Du lebst so hinterm Mond! Na gut, jetzt geht's erstmal wieder raus. Und sehen wir mal, wie sehr unsere Stadt verwüstet ist. Gute Güte, Phantomat, bist du okay? Ein Drache hat gerade angegriffen, ich habe dich gesucht. Oh, schau, da ist Mist. Nichts kann in diesen uralten Wäldern passieren. Wir wurden übrigens von einem gruseligen Geist gerettet. Ein Geist, bitte, du musst hier Dinge sehen. Du redest gerade mit einer Katze. Wir verlassen den Wald jetzt. Folge mir zurück zum Haus, Phantomat. Niemand weiß, was als nächstes geschehen könnte. Okay. Gehen wir jetzt, Phantomat? Du hast jetzt ein eigenes Nexomon und ein paar Nexo-Traps, also kann es nicht schaden, ein bisschen zu erkunden.
Ja, es kann wirklich nicht schaden, ein bisschen zu erkunden. Aber wir haben doch... Warte mal, was ist das denn jetzt? Ja, Mai, ich sehe, du stehst aufs Nexomon, aber weißt du, was viel besser ist als den Park? Gruselige Tierchen. Scherben, wunderschöne, kostbare, wundervolle Elementscherben. Steine? Das sind keine Steine, das sind Scherben, Mar... Ich meine, ja, Scherben sind wertvolle Items und sie dienen allen möglichen nützlichen Zwecken Interesse. Ja. Hervorragend, dann habe ich ein unglaubliches Angebot, nur für dich. Für nur ein paar Münzen und wenige Vorräte gebe ich dir eine. Spitze Hacke. Das ist das wichtigste Werkzeug, um diese kostbaren Edelsteine abzubauen. Irgendwie fühlt sich das wie ein Betrug an. Sprich mit mir, wenn du bereit bist, die beste Investition in deinem Leben zu machen. Ein Bergmann im Wald wird dir seine Spitzhacke geben, wenn du ihm ein paar Gegenstände bringen kannst. Okay. Was für Gegen... Du hast eine Nebenquest erhalten. Und was brauchen wir dafür? Warum bist du gekommen, um eine Spitzhacke zu kaufen? Das hier brauche ich alles von dir. Ich glaube, ich... Warte mal. Warte, wir haben nicht genügend Münzen. Toll, wir kriegen jetzt auf Anhieb genügend Münzen herbei. Tja, gute Frage, nächste Frage. Wie kriegen wir jetzt hier genügend Münzen? Was? Demotiviert? Wie kann es sein, dass Lume auf einmal demotiviert war? Naja, aber sowas kannst du mir auch mal geben. Okay, mal sehen, was unser erstes Teammitglied so drauf hat. Auch sehr interessant, das Ganze. Und wir haben Pudding gefunden. Auch nicht übel. Und wir haben einen Schrumpelpilz gefunden. Aber wieso ist Luma auf einmal so demotiviert? Okay. Luma ist und bleibt demotiviert aus irgendeinem Grund. Gefällt mir nicht. Okay, das gefällt mir auch nicht. Verdammt, mein Fluchtversuch ist fehlgeschlagen. Okay, das ist nicht gut, das Ganze. Wieso bist du demotiviert? Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall diesen Pilz fangen. Okay, ich will auf jeden Fall diesen Pilz fangen. Wieso ist das nicht im Bereich des Möglichen? Können wir es füttern? Okay, dieser Schrumpelpilz ist, glaube ich, wie es aussieht, jetzt erstmal nicht für uns fangbar. Oder doch, Schromporo wurde gefangen. Man kann durch den Wald gehen, ohne dieses Kerlchen zu bemerken. Schromporo bevorzugt dunkle Ecken im Wald, um dort zu wachsen und sich zu ernähren.
So, rein ins Team mit dir. Besser als nichts. Und wir haben immer noch viel zu wenig Geld. Okay, interessant. Wie können wir es... Okay, das sieht schon mal gut aus. Gut, dann kämpfen wir jetzt erstmal weiter, bis wir eine Spitzhacke kriegen können. Okay, diese Demotivierung ist jetzt wirklich ziemlich nervig. Tja, wirklich nervig das Ganze. Wir können nicht mal ansatzweise irgendwie eine Spitzhacke uns besorgen. Aber was mich wundere, wie können wir demotiviertes... Nexomon wieder motivieren? Und wie vor allem können wir Nexomon jetzt wieder komplett heilen? Das würde mich auch jetzt interessieren. Warte mal, was ist das jetzt hier? Das hier nennt man einen Warpstein. Es erlaubt Tamern der Gilde, um die Welt zu reisen. Du hast noch keine Erlaubnis, Warpstein zu benutzen. Mist. Und hier? Bist du ein Tamer? Wusstest du, dass es hier keine Geschäfte in der Nähe sind? Ich bin nur auf der Durchreise, aber ich kann dir ein paar einfache Items verkaufen zu einem besonderen Preis für Anfänger. Okay, wir brauchen erstmal wieder Lebenspunkte. Mal sehen. Jacanel, ein Originalrezept. Schokoladenkuchen mit einer Oberfläche aus roten Beerengelatine. Warum nicht? Man sieht sich. Pass nun auf dich auf. Ja, auch nicht übel. Können wir dann eigentlich unserem demotivierten Pokémon, ich meine natürlich Nexomon, vielleicht einen Kuchen geben? Damit er gleich wieder ein bisschen motivierter ist? Ne, können wir es aussieht nicht machen. Aber wie können wir ihn wieder motivieren? Das ist auch eine gute Frage. Hey, Phantom Heart, hier drüben! Also wurden ihr gar nicht vom Drachen gegessen, ne? Was ist das denn für eine Frage? Kommt, alle versammeln sich oben! Ich würde eigentlich zu gern jetzt erstmal versuchen, meine ganzen Nexomon wieder zu heilen. Ich bin nur ein Thema, es gab Berichte über einen Drachenangriff in der Gegend und ich wurde zur Aufsicht hierhin beordert. Allerdings weiß ich auch nicht wirklich, was man gegen einen Drachen macht. Ein Dragonslayer rufen? Können wir vielleicht hier irgendwo unsere Lebenspunkte regenerieren? Tja, scheint irgendwie alles nicht im Bereich des Möglichen zu sein. Oh Gott, Phantom Heart! Ich habe von dem Drachen gehört, du musst ziemlich geschockt sein. Du armes Ding, nimm dieses Elixier, okay? Ja, wir haben jetzt ein Elixier erhalten. Stellen Leben und auch Ausdauer her. Im Grunde genommen könnte man jetzt eigentlich auch sagen zu dem Spiel Temtem, dass sie sicherlich was von Nexomon abgeguckt haben.
Naja, auf jeden Fall Lagebesprechung. Ein Drache! Was hat das zu bedeuten, Amelie? Sollte die Gilde nicht über jeden Drachen den Überblick behalten? Ja, nicht nachlassen, ich hätte gegessen werden können. Wäre das nicht tragisch? Drachen greifen keine Menschen an, deswegen gibt es nur eine Erklärung. Und die wäre? Ein Tyrant muss in der Nähe sein. Hey, dich kennen wir doch. Du hast uns Lume gegeben, die aktuell ziemlich demotiviert ist. Sind alle wohlauf? Du bist spät dran, Dina. Ein Tyrant, ja, das muss es sein. Drachen sind sprichwörtlich programmiert darauf, Tyranten zu jagen. Es liegt einfach in ihrer Natur. Also muss ein Tyrant in der Nähe sein. Dieser Ort ist nicht länger sicher. So eine Frechheit. Wie kann sie einen Tyrant an so einem Ort verstecken? Wir gehen also. Ich sollte die Kinder in die Stadt begleiten. Und ich werde diesen Tyranten selbst verfolgen. Er kann nicht weit sein. Schweigen im Walde. Halt die Klappe, Phantom Heart. Du musst viele Fragen haben, aber jetzt ist nicht die richtige Zeit. Du musst mir da vertrauen. Unsere Schicksale sind nun unwiederbringlich miteinander verwoben. Ob du es willst oder nicht. Was? Was hat die denn? Zitterst du schon wieder, Phantom Heart? Kriegst du eine Erkältung oder Schlimmeres? Das war Dina, einer der höchstrangigsten Tamer. Wenn du hart genug arbeitest, wirst du vielleicht auch mal ein Großmeister. Du musst wirklich verwirrt sein, aber es ist unsere Priorität, euch sicher in die Stadt zu bringen. Super, na endlich! Ich muss mein Zeug noch packen, bevor ich aufbrechen kann. Hey, warte auf mich! Ich warte draußen, bitte beeilt euch! Ich will verdammt nochmal meine Nexomon heilen! Nun ist der Tag des Abschieds also gekommen. Du wirst ein richtiger Tamer und lernst die Welt kennen, Phantom Heart. Macht keine Fehler. Dinge könnten unangenehm werden. Wir leben in dunklen Zeiten, wie du schnell bemerken wirst. Was hat es mit diesen Tyranten und Drachen auf sich? Warum wurden wir angegriffen? Kümmer dich da jetzt nicht drum. Kümmer dich da jetzt nicht drum. Du sollst mit erstmal die Stadt erreichen. Ich will verdammt nochmal meine Nexomon heilen. Ist das zu viel verlangt? Hier oben gibt es nichts für dich, Phantom Heart. Aber vielleicht eines Tages. Ich will verdammt nochmal, dass mein Nexomon geheilt werden. Verdammte Axt noch eins. Ist das jetzt so viel verlangt? Es scheint wohl wirklich viel zu viel verlangt zu sein. Drachen hier, Drachen dort. Die können doch nicht so beängstigend sein, oder doch? Anscheinend. Aber ich will verdammt nochmal meinen Nexomon geheilt haben. Aber wieso geht das nicht? Gerade ist Großmeisterin Dina vorbeigekommen. Die Lage muss ziemlich ernst sein. Vergiss nicht, Phantom Heart. Der sicherste Ort momentan ist die Hauptstadt Parum. Wenn du Ärger hast, geh dorthin. Du bist hier natürlich auch jederzeit willkommen. Aber dein alter Mentor scheint kein besonders guter Kämpfer zu sein. Haha. Ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass wir aktuell keine Möglichkeit haben, unsere Nexomon zu heilen. Außer natürlich, dass wir Geld ausgeben müssen. Ross, komm zurück, du Kleines! Ich kann auf mich aufpassen, ich weiß, wie ich zur Stadt komme. Das hier ist nicht das Problem, Ross. Es ist ein Tyrant in der Nähe. Ich weiß nicht mal, was ein Tyrant ist. Vor sowas habe ich keine Angst mehr. Ich bin nicht wie Phantom Heart. Hey! Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Donnerwetter, komm zurück, du kleines Mistbalk! Servus. Grüß Gott, hallo, du bist vom Roten Kreuz, nehme ich an? Hey, ich bearbeite für die Gilde, ich bin ein Heiler, ja. Wir haben im Westen wohl hier ein kleines Camp, wo du ein Nexomon heilen und Items kaufen kannst, bevor du in die Stadt kommst. Also statt uns Besuch ab, wenn du Zeit hast, allerdings solltest du auch den Anschluss an deine Freunde nicht verlieren. Aber nimm diese Münzen, sie werden dir auf deiner Reise helfen, ich habe ein Auge auf Anfänger. 100 Münzen, gut.
Sag mal, viel Glück, Phantomat. Pass auf dich auf. Für einen Heiler ist der Typ, er sagt ja wirklich ziemlich lahm. Ist das jetzt eigentlich Westen? Jo. Der Westen der Stadt. Hallo, brauchst du eine Heilung für den nächsten Mann? Ist kostenlos. Gott, danke. So, das Team ist wieder geheilt, aber ich brauche trotz allem immer noch eine Spitzhacke. Wo könnte ich jetzt auf Anhieb eine Spitzhacke kriegen? Und vor allem mein Team ist jetzt nicht mehr demotiviert. Das ist gut. Dann können wir jetzt einmal kurz mal sehen, ob wir noch genügend Geld für eine Spitzhacke zusammenkriegen. Und ja, dann hacken wir erstmal drauf los, ehe wir im nächsten Part dann Ross hinterherlaufen. Ah, verdammt nochmal. Das wäre doch jetzt ein ideales weiteres Teammitglied. Das war auf jeden Fall ein Wasseralligator. Ja, ich habe doch sicherlich jetzt keine Traps mehr, oder? Schöne! Keine Nexo-Traps mehr vorhanden. Verdammt, wir sind eingefroren. Ich frage mich eigentlich, wie lange wird es eigentlich... Ich frage mich eigentlich wirklich, wie lange würde es jetzt dauern? Bis wir ein Level-Up endlich mal kriegen. Naja, wie schon gesagt, wir brauchen jetzt erstmal genügend Geld, um die Spitzhacke zu kaufen. Mann, das scheint ja wirklich eine halbe Ewigkeit zu dauern. Ah, was? Oh, ne, 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 ne. Dich wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte Dinja. Da fällt mir gerade auch auf, die Nexomons haben, wie es aussieht, überhaupt kein Geschlecht. Auch sehr interessant. Aber wie dem auch sei, jetzt haben wir erstmal genügend Geld beisammen, um die Spitzhacke zu besorgen. Oh, bist du gekommen, um meine Spitzhacke zu kaufen? Das hier brauche ich alles von dir. Okay, haben wir alles beisammen. Handel erfolgreich. Wundervoll! Du wirst die Spitzhacke lieben. Du wirst damit so viele Scherben bekommen. Die meisten Edelsteine findest du in besseren Höhlen als in offenen draußen im Gelände. Aber die Spitzhacke wird hier immer noch nützlich sein, um Felsbrocken zu zerschlagen, auch wenn sie keine Edelsteine enthalten. Steh einfach vor einem glänzenden Feldbrocken und zerschlag ihn. Okay. Nebenquest abgeschlossen. So, da haben wir doch schon mal eine gute Scherbe gefunden. Mal sehen, was wir dann noch hier finden können. Eine weitere Feuerscherbe. Zwei Trauben. Ja, und ansonsten leider rein gar nichts. Wobei ich eigentlich zu gerne nochmal hier zurückgehen müsste. Dieses Wasserkrokodil erinnert mich doch ein bisschen an Kanimani. Und hätte ich eigentlich zu gerne. Für mein Team.
Aber was aktuell nicht im Bereich des Möglichen ist, ist aktuell nicht im Bereich des Möglichen. Okay, eine weitere Nexo-Trap gefunden. So, dann noch eine Naturscherbe. Du wirst da draußen ständig auf Themen wie mich treffen, die auf einen Kampf aus sind. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Oh nein, nein, du hast mich falsch verstanden. Wir kämpfen doch nur mit unseren Nexomon, bis sie ohnmächtig werden. Ja, das ist total beruhigend. Du kannst den Nexomon jederzeit heilen, so können sie immer wieder kämpfen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Omnicron nichts falsch gemacht hat. Hört sich auch irgendwie so an wie Megatron. Mal sehen, beim Nexomon. Warte mal. Wie du mal sagst, es gibt ein Nexomon, das gerne kaufen würde, falls du es zufällig hast. What? Ja. Ciao. Hey, warum sollte ich da rausgehen, wenn ich einfach jemanden bezahlen kann, der ein Nexomon für mich fängt? Ich werde eine großartige Tamerin sein. Oh, wie dem auch sei. War vielleicht jetzt keine allzu gute Idee, ein Nexomon zu verkaufen, aber hey, was soll's? So, ich brauche erstmal wieder ein paar Nexo-Traps. Gut, 4 Stück für den Anfang. Waren jetzt auch nicht verkehrt. So, was finden wir eigentlich auf der anderen Seite hier? Okay, einen weiteren Trank finden wir also. Aber vielleicht finden wir jetzt auch das neueste Nonplusultra Nexomon. Bloody. Okay, das ist nicht so effektiv. Fauna müsste aber. Nein, das ist auch nicht effektiv. Na gut, dann versuchen wir jetzt mal. Dieses Nexomon zu fangen. Gott, Claudi wurde gefangen. Wunderbar. Sie sind kleine, kuschelige Wesen, die von einem flauschigen Fell umhüllt sind. Hätten sie das Fell nicht, können sie durch ihre kleinen Beinchen das Gleichgewicht nicht halten. Auch sehr interessant. Dieses nächste Nexomon. Aber ich hätte eigentlich zu gerne das andere Nexomon gehabt. Ja, zu gerne hätte ich das Wasser-Nexomon nun. Aber wer weiß, vielleicht können wir es ja doch noch finden. Das sieht ja sehr interessant aus. Ein Elektro-Nexomon. Ja, ein Elektro-Nexomon wäre jetzt von Anfang auch nicht so verkehrt. Ja, verdammt, ist verwirrt. Verdammt nochmal, die Irritierung dauert mir jetzt ein bisschen zu lange. Können wir dann es vielleicht füttern? Okay, Woozy hat das wirklich genossen.
Okay, Woozy wurde gefangen. Schön. Woozy sind flauschige Nextomon, die in den Hochebenen leben. Mit ihrer Wolle können sie sehr viel statische Kraft speichern. Gefällt mir. Also diese Nextomons gefallen mir wirklich ziemlich gut. Wenn wir jetzt eigentlich noch geheilte Nextomons hätten, könnte ich vielleicht jetzt auch nochmal sehen, ob ich vielleicht noch dieses Krokodil-Nextomon kriegen könnte. Aber wer weiß, vielleicht gäbe es auch noch irgendwann ein paar bessere Nextomon. Und damit sage ich jetzt erst einmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und hat euch dieser Part gefallen, lasst einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, ja. Bis dann und ciao zu einer weiteren Episode von Nextomon Extinction.